ein Airdrop. Ja, es geht jetzt schon, beeil dich! Ja, bin ja schon da. Oh, geiler Dude. Ich hab ein Dia-Schwert gefunden. Ja, finde ich gut. Hi. Ey, man kann auch diese Ultra-Rüstung finden in den ja, 5, aber 25er. Nee, in den 25er glaube ich noch nicht. Starte ah, ja, der ist Splash of Blood, hat er gesagt. Pfeil im Kopf. Ich hab schon wieder Level-Up, die ist okay. Rumstehen, Leute. Ja, kann mal einer starten? So. Suche. Sag, wann ich eine Moderation machen soll? Jetzt. Herzlich willkommen bei einer Folge ARK. Oder zur ersten Folge ARK, oder? Rayon? Wir haben jetzt auch flüstert. Ja, rein. Oh, guck mal. Was ist das denn? Grüner. Ei, ein Geschenk der ARK-Götter. Wo ist ja, es denn dein? Leute. Geil. Ja, okay, ich erkläre mal oder verbessere Splash erstmal. Okay, zuerst versuche ich mir erst auf Third-Personal Position rauszukommen, was gut funktioniert. Ich habe ein Level-Up. Ich bin kurz AFK. Auf ich bin mal kurz AFK. Ja. Ist AFK. Gehen jetzt alle AFK oder wie? Nö. Wir haben ja einfach rumsteht. Okay, so Leute, ich fass mal ganz kurz zusammen. Auf meinem alten Kanal, dem Rayon-Kanal, dem Streaming-Kanal, den ich jetzt eigentlich auch noch als Streaming-Kanal verwende, wenn ich mal private Aufnahmen und so mache, da ist immer noch kein Infovideo gekommen, ich weiß. Das kommt mal die Wochen, die nächsten Monaten oder so, keine Ahnung. Aber es wird kommen, versprochen. Da haben wir schon mit dem ARK-Server hier begonnen. Das wird nicht gut enden. Das kann nicht gut enden. Jetzt lass mich doch endlich mal zusammenfassen. Wir haben ja schon. Sein. Kappe. Ey, ich will nur einsperren, okay. Peace! 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 Ich weiß gar nicht, wie ich generiere. Ich regeneriere dich! Ja, ich regeneriere mich halt echt nicht. Du regenerierst nicht! Okay. Ich hab nur deinen Einsperr geklaut. Kannst du ruhig wieder haben. Alter! Okay, Leute, ich fasse mal zusammen. Wir haben ja auf dem alten Rayon. Tja, auf, wir haben doch auf dem alten Rayon-Kanal quasi mit dem Stream begonnen. Das habe ich ja quasi schon als Folgen hochgeladen. Pipapo und so weiter. Und doch, das ist jetzt die erste Folge, die wir jetzt wirklich auf dem Kanal hier frisch aufnehmen. Dafür darfst du den haben, okay? Ich will den gar nicht mehr. Du darfst den Airdrop haben. Willst du einen Sperr wieder haben? Nee. Rayon, kannst du fahren? Nein! Ja, komm, wie fair, ich fange. Du bist da fast reingelaufen. Mann! Ich hab halt auf den Boden geschmissen und Jeremy läuft fast da rein. Ich sag nur so viel zum Projekt. Es wird chaotisch, wir werden nichts erreichen, aber wir werden Spaß haben. Nein, hör auf! Ihr seht schon, wo das hinführt. Ich hab nur noch ganz wenig HP. Du darfst dann. Oh, Alter, ist der. Er hat ganz wenig HP, hast du gehört? Ich sterbe echt gleich. Hör auf. Ich kann ja auch nur öffnen. Bitte. Geh weg, ist mein Airdrop. Nein! Blut! Blut! Alles nehmen! Ich kann halt gar nichts nehmen. Blut! Ui, gibt's. Okay. Ich hab geklaut. So wenig HP. Wie kann man seine Knochen, Wie kann man seine Knochen, was? Du bist übrigens fett. Warst du pumpen? Ja. Übrigens, ich hab noch gleich vorgestellt, wer dabei Knochen? Ist. In diesem Projekt dabei ist erst einmal der Splasher, der Jeremy und die Herzi, die heute leider keine Zeit hat, weil sie Besseres zu tun hat, als mit uns rumzuhängen. Aber sie ist hier, wir haben sie hier quasi aufgehangen, damit sie ein bisschen trocknet und so. Das Kondenswasser ein bisschen abbrennt. Das war alles meine Schuld. Ja, er hat sie quasi durch den Teigroller gezogen. Der Hautfetzen hier breitet sich immer weiter aus. Hunger. Du verlierst so, Hunger. Das ist doch gut, wenn du Hunger verlierst. Ich hab ein Level-Up. Mit dem großen Kurt helfen. Hat eigentlich einen Timer gestellt? Nö. Na gut. Sagen wir... Ich guck mal. 10 Minuten haben wir auf. Nee. Die Folgen werden so ähnlich wie bei Horizon Zero Dawn so ungefähr 20 Minuten lang sein. Ja, okay. Manchmal 15, manchmal 35, manchmal 2 Stunden, manchmal 30 Minuten. Das ist unterschiedlich. Aber meistens um die 20 Minuten. Ich habe immer noch ein Level-Up. Alter, wie schnell man hier einfach levelt. Übrigens, dieses Projekt ist übrigens darauf aufgebaut, dass wir bauen. Dass wir einen richtigen. Dass wir richtig heftige Bauten quasi hinstellen in diese Welt. Und nicht, dass wir irgendwie PvP oder so betreiben. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber der Server ist halt drauf ausgerichtet.
Deswegen leveln wir auch ein bisschen schneller, damit das alles ein bisschen schneller funktioniert und so. Und hier mal auf Nahkampfschaden, einfach aus dem Grund, weil man durch den Nahkampfschaden nicht nur mehr Schaden macht, sondern auch mehr Rohstoffe zum Beispiel irgendwo rauskriegt. Wow. Splash hat andere Gründe, warum er auf Nahkampfschaden geht. Nee, der kleine Demi. Passt doch voll zu deinem Charakter. Ja, ja. Stell ich mir ja so vor, so eine Mutter ruft nach dem kleinen Timmy: Timmy, bring den Müll runter! Ich komme, Mutter! Was hast du hier gemacht? Er baut einfach mal einen Floß! Ja, wir gehen auf Weltreise, Leute, wir schippern davon! Ja. Scheißen wir auf die Welt! Wir sehen doch eh schon aus wie so drei Bänder! Kann man damit fahren? Ich nicht. Ja, tschüss! Tschüss, Splasher! Jeremy, fahren wir davon, lassen wir ihn hier stehen! Er stirbt doch sowieso, wenn wir zu weit weg sind. Aber nee, er teleportet nach, glaube ich. Nicht auf den Strand setzen, sonst kommen wir nicht mehr weg! Oh, es brennt! Wieso? Weil ich so heiß bin. Nee, wir müssen das Floß noch ein bisschen ausbauen, quasi mit, Ja, ich weiß, man kann die Dinos ja mitnehmen, deswegen will ich das Floß ja ausbauen. Da können wir nämlich mit allen Dinos irgendwo hinschippern. Da müssen wir nämlich Herzen wieder zusammenfalten. Wir sehen. Oi, hier ist Kott! Patricia Kott! Mittelgroßer Kothaufen! Wiegt 1,5 Kilogramm. Das ist bei mir auch so. Oh. Das wird jetzt in 28 Sekunden kompostiert, oder wie man das auch immer auf Deutsch nennt. Ist auch so lustig. Drop by Patricia, Level 14. Aufheben, mittelgroßer Kothaufen. Consume gut. Wait, 1,5. Leute, sollen wir zum blauen Strahl gehen? Der zieht mich irgendwie so heftig an. Guck wo da ist mal. Der? Der ist fucking weit weg, da ist ja klar, ne? Wollen wir da hin? Nein, der ist voll weg. Nah. Hey, komm, gehen wir hin. Ja, der ist voll nah. Nee, wir fahren mit dem Floß. Nee, komm mal hier bei mir. Nee, komm mal hier anrichten, da ist jeder noch näher dran. Da ist jeder noch näher dran. Meinen ja? wir dasselbe? Hier vorne, da wo ich hinrenne? Wo rennst da, wo du ich hin? Bin. Ich seh dich nicht. Ich sehe nur Sera, Luigi und Patrizia. Guck da mal zu, Leo plötzlich. Richtung Inneres. Inneres? Ja, genau. Ach, der! Ja. Ach, ich wollte zum anderen, der am Strand ist da drüben. Können wir auch gleich hin. Okay, ich komme. Übrigens, Leute, erwartet nicht zu eine heftige Produktivität von uns. Das wird eigentlich eine einzige große Fail-Compilation. Ihr habt das schon gelootet, okay, da gehe ich wieder. Rayon, könnte es minimal schneller laufen. Ihr habt das doch schon gelootet, wieso soll ich da hin? Ich bin halt noch nicht da. Nee, ich bin jetzt gleich schon beim roten Gebiet. Ach so, dann bin ich mal der Einzige wieder mal, der produktiv ist und such mal das Floß hier auszubauen. Denn wir haben einen Plan. Rayon, lauf bitte nach da. Ich bin fast da. Los, und er ist fast weg. Soll ich jetzt nachkommen oder wie? Ja, bitte. Ich hab den jetzt schon gelootet. Hä? Ich bin heil. Und der wird noch angezeigt. Ja! Hinter wollen wir doch die ganze Zeit hin. Wo bist du denn hingegangen? Ich hab einen anderen genommen. Ich hol jetzt den Weißen, der hier gleich am Strand ist. Siehst du mal. Nee, hey, Rayon, bitte. Der ist so knapp. Der da loot den. Ja, nein. Ich bin ja schon bei der roten Border halt. Bei der Red Border? Oh, was ist das? Ja. Ein Trilobite. Ui. Hallo, los. Mein guter alter Freund Mr. Trilobite, Level 1. Also, ich soll zu dir kommen? Zu welchen Airdrop? Ich sehe da zwei blaue. Ich weiß nicht, zu welchem du gelaufen bist, Flash, aber ich laufe einfach mal in die Richtung. Es ist aber jetzt mega dumm, gerade im Dunkeln in den Dschungel zu laufen eigentlich. Aber ich sehe irgendwas Helles da vorne. Das könnte einer von euch ja, ein Fackel sein. Hier Alter, mach die Fackel wieder an! Sonst weiß ich nicht, wo ihr seid. Mach die Fackel an. Es ist dunkel, ich hab Angst. Ich hab selbst eine Fackel. Na, ich glaube, er ist weg, oder? Ja, schade. So, dann rüsten wir mal die Fackel aus, dass wir ein bisschen was sehen. Es leckt auch ein bisschen, kann das sein? Ich bin ein bisschen krank. Alter, wie der Hautfetzen hier immer noch steht einfach. Ah, wir haben einen guten Spot eigentlich erreicht, ne? Also hier sind nicht wirklich feindliche Dinos am Start. Das finde ich eigentlich ganz geil, muss ich schon sagen. Ah, Rayon war ein bisschen zu langsam. Ja, ich gehe jetzt zum coolen Airdrop, zum Weißen. Den immer schon der Level 5 kriegt. Den für die coolen Kids. Für die Luschis.
Was macht ihr eigentlich? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der reproduktiv ist. Ich sammle gerade Leder. Ich sammle gerade Airdrops. Da kommt perfekt runter. Finde ich gut. Ich hoffe mal, da ist ein Foundation drin. Oder ne, keine Foundation. Foundation bringt mir, glaube ich, gar nichts. Oder kann ich Foundation dran bauen? Ich weiß nicht. Mal gucken. Alter, wie der einfach unter Wasser ist. Was soll das? Seid so weit weg. Ja, ich muss jetzt gerade unter Wasser tauchen und ich habe keinen Sauerstoff gelevelt. Ich werde ersaufen, Leute. Mir ist kalt. Ich muss tauchen. Scheiße, wir sind ja noch gar nicht so nah dran. Alter, wie tief das einfach ist. Alter, einfach auf Meeresgrund ist dieser scheiß Airdrop. Ey, das ist kein blauer, glaube ich. Das ist kein weißer. Muss sein. Metall öffnen. Wow, Holz, Steine, Feuerstein. Das war ein weißer. Immer nach oben, immer nach oben, immer nach oben. Ich muss auftauchen, ich muss auftauchen. Hä? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ich brauche irgendwie Metall mal. Ach so, tauche ich auf. Ich tauche mit X auf. Alles klar. Hallo Itchy. Bitte, guck mir nicht beim Sterben zu. Rette mich, Flipper. Ja, schieb mich nach oben. Er schiebt mich einfach wirklich nach oben. Wie sozial der einfach ist. Alter, geiler Dude. Ich will den Itchy zähmen. Den nenne ich dann Flipper. Mhm. Leute, wer kennt Flipper und Lopaka noch? Echt? Wirklich? Ja, nice. Siehst du mal. Es gibt ja doch noch gute Serien. Hey, gute Leute. Nee, du bist eine Serie, Splasher. Da unten ist auch ein grüner Airdrop. Oder nee, das ist ein Obelisk. Ich kann mir eine Ballist bauen. Scheiße! 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 Raus aus dem Wasser! Was ist das? Das war ein Piranha. Ich bewege mich um Wasser. Was ist das? Oh, Alter! Dicker, verschwinde! Ein Female Bronzo überrennt mich einfach fast. Alter! Ich bin zwar nicht mehr wie Pfötchentext für dich, aber trotzdem. Pass auf! Seid ihr mit dem Floß rübergefahren? Nee, ich bin gewandert. Hallo, warum geht denn das weiter jetzt, ey? Nee, ich komme wieder zurück. Und ich habe zu viel Inventarschen. Ich habe zu viel in den Taschen. Ich muss das verkraften. Und ich brauche Metall. Das Spiel leckt jetzt. Ryan, siehst du mich? Ich droppe das einfach mal. Wie droppt man denn Zeug? Ich würde empfehlen, nicht drüber zu schwimmen. Ja, ja. Achso, droppt man Zeug. Steinschleuder kann ist Implantat, kann ich droppen. Das kann ich eigentlich mal aufsetzen. Kann ich eigentlich meine Tarnweste wieder anziehen? Kannst du, ja. Rein theoretisch. Den Fawny Dragon Sattel, der bringt uns nichts, den kann ich weghauen. Fackel brauche ich auch noch eine. So, kann ich wieder. Habe ich schon wieder genug. Habe ich genug weggeschmissen? Natürlich nicht! verrottetes Fleisch. So, dann schmeiße ich den ganzen Stein auch noch weg, dann haben wir genug, ne? Okay. Ah ja, ihr müsst euch eine Schere craften, dann könnt ihr eure. Es gibt eine Schere in dem Game? Ja, ich weiß. Ja. Was macht man damit? Ich hab die schon. Bart und so. Ja, ich hab die schon in Dingsbumst. In Dingsbumst? Achso, du bist ja unser Friseur, alles klar. Alter, es gibt echt so krasse Rüstungen. Eine Ballista. Eine Ballista ist eine Standwaffe. Also das kannst du hinstellen, damit du feuern. Das kannst du nicht herumtragen. Darf ich den Stego angreifen? Ich greife den Stego an. Das ist keine gute Idee. Ich greife nicht mit an. Ich guck aber gern zu, wie du stirbst. Ich töte einfach mit. LOL. Das Leute. Ende von Jeremy 24. Jeremy 24 vor allem. Ich bin schneller als der. Ja, Speedy Gonzales. Oh, ui. Oh fuck. Soll ich dir helfen? Gebrochen. Ja, war gut. Nö. Ich guck zu. Ich bin Asi. Der geht sich ja saufen. Er ist suizidal. Suizidal angehaucht. Ich will sterben. Ja, ich guck zu. Ich loote dich dann. Ja! Loot! Bitte lass mich. Ah, dann greif mich wieder an. Rayon, nicht mich looten. Oh Gott, der ist wieder da. Och man, ich loote doch immer wichtiges Zeug. Ach nee, der ist schon wieder wütend auf mich. Ah! Fuck, was ist das? Oh. Hey! Slasher! Ich will den Stego haben. Kleiner Timmy. Ich
Ich hab dir nichts geklaut. Nichts, gar nicht. Der Steger begattet dich gerade. Würde er jetzt einen fahren lassen, du wärst da hinten bei Herzi. Wo ist Herzi eigentlich? Hä, wo sind wir gerade? Wo ist unser Lager? Das müsste ich doch sehen, den großen Hautfetzen. Der ragt ein bisschen in den Himmel. Ja, bin ins Level up. So. Wir könnten eigentlich auch mal erzählen, warum das Projekt so heißt. Wer hat Lust? Ist nass. Oh. Wieso bist du nicht mit Bogen draufgegangen? Jurassic Arc. Mein Bogen ist genau gerade da kaputt gegangen. Habe ich euch das nie erzählt, warum ich den Stream damals Jurassic Arc genannt habe? Nee. Wir haben hier quasi vor... Du hast meine Pfeile geklaut, du Blutkopf. Sei still, ich will dir gerade erklären. Alter, was ist das hier? Was ist das hier für ein Bug? Also Dead Space Entwickler haben die auf jeden Fall im Team. Wir haben hier quasi vor in dem Game quasi einen Dinosaurierpark zu bauen. Ein bisschen an Jurassic Park angelehnt, auch mit Brutstation, Gehegen und so weiter, pipapo. Das könnte ganz geil werden. Was ist das hier eigentlich? Wieso hast du ein Anagramm für eine Steinaxt dabei, Jeremy? Ich ja? Warum hast du ein Anagramm für eine Steinaxt dabei? Ich wurde gehittet. Von nicht mir. Boah, was ein geiler Satz. Soll ich dir helfen, Jeremy? Oh, ich hab ihn getötet. Ich hab Splashers Pfeile. Ah ja, und du Blut? Hast meine Lederdingens geklaut. Nee. Meine Lederweste. Habe ich im Stream gesehen. Im Stream vor allem. Welcher Stream? Schon wieder Level Up. Ja. Bewegungsgeschwindigkeit. Ich auf Nahkampf, aber nicht aus den Gründen, was Splasher quasi auf seiner Agenda stehen hat. Ich hab jetzt schon fast 500. Das ist mein Gegner, Jeremy! Nee, der ist cool, lass mal. Schön sehen. Da brauchst du aber eine Dingensbeere. Eine Major. Oder nee, doch. Braucht der Major oder Azul? Alles, kann alles gut essen. Ist das wirklich Zähmel? Was hast du bitte von so einem Listosaurus? Der kackt durchgehend. Oh, die Ballista konnte ich mir holen. Das ist ein Argument. Leute, wieso sollte man sich heutzutage eine Freundin suchen? Die kackt durchgehend. Jeremy's Argument. Ah, schön. Das Argument. Natürlich. Muss ich warten, bis der wieder Dünger. Hat, was für ein verlogenes Girl. Ist aber jetzt weiblich. Kakina. Wie wollen wir denn unser Schätzchen hier nennen? Kaki. Kaka. Kaka. FKK. Ja, Mama FKK, okay. Das ist FKK. Aber du musst das anders ausschreiben. Großes F und dann Kaka. Also K-A-K-A. FKK. Okay, machen wir so. Du sollst hungrig werden. Ich esse auch mal früh. Du sollst hungrig werden. Hungrig. Hier geht's nicht weiter. Du wärst. Fressen oder gefressen werden, entscheide dich! Yeah. Von deinem Trend Skin und noch passt das einfach übelst. Fressen oder gefressen werden! Wir sind Kannibalen! Wir sehen übrigens auch so aus. So abgelutscht. Du hast übrigens Hallo. Eine wunderschöne Unterhose, Jeremy. Wird hungrig. Ich weiß, dankeschön. Ist das. Gestrickt. Ah, ich dachte schon, das ist. Ein Product Placement von Calvin Klein. Nee, Adidas. Adidas, sehr gut. Splash hat auch oben voll ammoniert und unten, ja, Hotpants. Nackt. Nacktpics mit Jeremy. Der will nicht fressen, der Kleine, ne? Nee, der wird hungrig. FKK hat keinen Bock auf die Scheiße. Wollen wir dich doch essen? Nein. Man muss seine Leiche zerstören, dass die ekligen Sounds aufhören. Aber der sieht doch so lecker aus. Oh, der hat gekackt. Ja, Souvenir. Kleine Kuh auf.
Ja. Er sieht doch aus wie ein kleiner Kothaufen. Wir müssen ihn nur noch einmal machen. Einmal muss er noch fressen. Leute, das ist das Ziel der heutigen Folge. FKK. Geile erste Folge. Oh, bist du da mal das Vieh daneben? Nein, da kriegt der andere Angst. Du musst das Trilobite... Aua! Oh. Nicht das Trilobite. Das Trilobite ist nett. Das gibt ihm ins Öl. Das Trilobite ist schneller. Ha, geklaut. Hey, ich bin so richtig geschmarrt. Was 300. ist das hier eigentlich? Das ist Jeremy's Leiche. Ha, siehst du auch das Bein nach oben? Ja. Hey, pfui! Jetzt bin ich abschießen. Was? Würdest du mich abschießen? Ich hab dir noch nichts getan. Doch. Was ist es mit FKK? Das ist gleich um. Geil. Gib mir eine Minute. Dann zieht das sich aus. Darf ich etwas geben? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll hier. Ich brauche kein Chitin. Da kann man eine Rüstung machen übrigens. Wer ist der Rüstungsmacher von uns? Oder hier. Wer ist der Rüstungsmacher von uns? Rohes Fleisch? Das nehme ich. Rohes Fleisch nehme ich. Ich habe gar keine Rüstung ausgewählt. Ich mach Waffen. Ich gehe aber auf Nahkampfwaffen, okay? Und du auf Fernkampf. Okay. Ich bin der Big Bauer. Was? Ich bin der Bauherr. Der Baumeister. Ich bin Ressourcensammler. Ich heiße ja auch Bob, glaube ich, ne? Heiße ich Bob? Ich heiße. Genau. Ich heiße wirklich Bob. Ne, ich heiße wirklich Bob. Ne, ich heiße Ryan. Schade, da hätte Bob gepasst. Bob der Baumeister. Oh, Kaki. Ich hab schon eingesammelt. Kann der jetzt mal bitte wieder hungrig werden? Ey, das war mein Ernst. Fressen oder gefressen werden? Wenn du frisst jetzt irgendwas oder wir fressen dich? Entscheide dich! Hey, ein Leben lang gratis Scheiß und Essen bekommen oder als Spieß auf dem Lagerfeuer? Entscheide dich! Und ich bin Dino Zähmer. Dino Zähmer. Nur weil du bist jetzt ein. Oh, ich kann ihn benennen! Oh, der hat ein Salto gemacht. Dino Zähmer, lol! Ich halt auch. Warte, ich benenne ihn. FKK. Warte, ich benenne ihn schon. Ich geh mal auf etwas, auf eine Jagd. Annehmen. Unterwasserjagd. Nur Zahl und Buchstaben sind da laut. Und fick dich. Megalodon, oder was bist du da hinten? Nee, es ist kein Megalodon. Doch, klar werden sie größer, Rayon. Die Megalodon. Was war das jetzt? Lol. Er ist jetzt FKK. Großes Fischfleisch. Ja! Fischfleisch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück zu Base. Wo war das Lagerfeuer nochmal? Der kann Saltos, der ist voll cool, der Typ. Wo müssen wir hin, Leute? Hat jemand. Ja, ich weiß wo. Der hat jemand ein Level up. Komm mit. Ja, ich weiß wohin. Ja, komm, wir müssen zurück zum Lagerfeuer. Folge beenden und so. Und Essen in die Lagerfeuer. In die Lagerfeuer packen. Ja. Nee, ist auch so ein Nee, der Ding ist noch. Kann ich auch immer zähmen? Ich hab auch halt, das ist schief. Nee, wir gehen jetzt zurück. Wir zähmen kein Dimetrodon. Doch, hart. Die können voll viel tragen, hallo? Ist egal, wir gehen jetzt zurück zum Lagerfeuer. Da hinten, ich sehe schon den. Alter, das wird immer größer! Sind die gefährlich? Können die viel Schaden? Die Dimetrodon? Nee, die sind nicht gut für Schaden. Das sind Packesel. Das heißt, ich könnte die. Und Lustobjekte. Ja, kannst du. Jeremy. Mach nicht schon wieder einen auf Speedy Gonzales. Wir wären einfach davon, Leute. Als würde ich hier stehen. Alter, das wird ja immer heftiger, der Hautfetzen hier. Alter! Was ich ist das? Ich Leder, ist das gut? Alter, was ist das? Leute, schreibt mir in die Kommis, was das ist. Das ist Herzi. Ich muss es dir langsam erklären. Ist Herzi ein Titan oder was? Spielt sie Titan vor. Okay. Dann gehe ich jetzt hier noch schnell ans Lagerfeuer und pack das Fleisch rein und dann war's das für heute. So, Inventar öffnen. Alter, wie wir einfach 3 Milliarden Fleisch haben. Du Schmier, ich hab unsere Leichen die ganze Zeit getötet. Alter, die Lache. Die Rüstung sieht so geil aus. Noch eine Waffe. Oh lol. Ich mach mir das Nahkampfwaffe. Die Nahkampfwaffe. So. Ne, Fahrten bringen da glaube ich gar nicht mal so viel. Revolver! Leuchtpistole. Jeremy, wir müssen für den Revolver die Leuchtpistole trainieren. Leuchtpistole. So, haben. Leute! Hast du sie? Hallo!
Ja. Ich habe jetzt mal richtig gut Essen in den Ofen gepackt. Das kann man in den Ofen fallen. Das kann man ich bis zur nächsten Folge brutzeln. 300 Essen. Egal, trotzdem. Oh Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge von Ark. Ne, wir haben das Projekt genannt. Jurassic Ark. Ich kann nicht mehr. Wo kommt er denn? 100 Meter noch weit entfernt. Oh, hier ist noch so ein Teil. Ich sehe dich schon. Nee, das ist nicht du, das ist das Floß. So, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, das war's für die erste Folge. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, hallo, was ihr von diesem Projekt haltet. Und schreibt uns auf jeden Fall auch immer hallo Tipps in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wisst zu dem Projekt, wie, was wir machen können. Und schreibt mal in die Kommentare, was es mit diesem Objekt hier auf sich hat. Das ist herzig. Ich weiß, dass das herzig ist, aber wieso? Warum ist es so mutiert? Aber egal. Leute, das war's für die erste Folge. Ich bedanke mich. Rayan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.